Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Yeah oder Bäh mit einer Spezialfolge. Denn meine gute Frau hat mir was mitgebracht, wovon ich nichts weiß. Also, wir sagen es mal so, wir können verraten, es ist direkt nach dem Kinder-Cereal-Keks-Test. Und da er ja meinte, er ist ein großer Cookie-Fan, dachte ich mir, da liegt ja noch was im Schrank. Das habe ich auch schon gegessen, das kannte ich auch schon, aber ich bin mir nicht sicher, ob du das auch kennst. Und die finde ich unglaublich lecker, diese Kekse. Sie sind also schon offen, wundert euch nicht. Und zwar, ihr seht es zuerst, das sind Apple Pie Cookies. Oh. Sie sind jetzt hier in diesem Fall von Kaufland, das ist eine Eigenmarke von denen und ich finde diese Kekse wirklich unglaublich lecker. Genau, also Apple Pie Cookies mit Apfelfüllung und Rosinen. Das beruhigt mich schon mal sehr. Das beruhigt mich schon mal deutlich. So. Also die Cookies sind jetzt hier in so einem kleinen Cookie-Behälter, nenne ich es jetzt mal. Und, das sind also längliche Cookies. Okay. Genau, dann würde ich in diesem Fall sagen, kost sie doch einfach mal. Ich weiß ja schon, wie sie schmecken. Ja, dann würde ich mal sagen, ich vertraue dir einfach mal. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Genau, wie so ein kleiner gedeckter Apfelkuchen. In kleinen Stücken kann man sich das vorstellen. Oh, riecht aber gut. Sie sind auch, wenn man sie jetzt durchbricht, also sehr soft in der Mitte. Das ist dann die Apfelfüllung, die drin ist. Das klingt gut. Das klingt gut. Ja, und sie riechen halt nach Apfel, Zimt. Genau, wie ein Apfelkuchen. Prost. Guten. Und Bezug nehmend auf das Kinder-Cereal-Video, auch auf unserem Kanal, das ist hier halt die perfekte Konsistenz. Sie sind nicht hart, aber sie sind trotzdem so ein bisschen knusprig. Sie tun nicht weh an den Zähnen beim Kauen, aber sie sind auch nicht matschig. Oh ja. Das Gute ist, sie erfüllen definitiv viele Voraussetzungen, die ich an einen guten Cookie stelle, gleichzeitig aber auch an allgemeinen Gebäckwaren. Denn ich mag auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, weiche Konsistenz bei Cookies. Sie müssen schön richtig zergehen auf der Zunge. Dann bei Gebäck allgemein, alles was mit Apfel, Zimt, irgendwas gefüllt ist, ist immer lecker für mich. Richtig. Und deswegen halt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also ist richtig. Also solltet ihr keinen Zimt mögen, würde ich die Kekse vielleicht nicht unbedingt kaufen. Und wenn ihr keine Rosinen mögt, definitiv nicht. Es sind schon eigentlich in jedem Stück ein, zwei Rosinen enthalten. Und dann ist es wahrscheinlich einfach nicht geeignet. Aber eventuell esst ihr dann auch generell nicht gern so Apfelkuchenartige Füllungen, weil das ja oft alles preis sehr gut zusammen verarbeitet wird. Richtig, genau. Wird gern gemacht. Genau. Also insgesamt sind in so einer Packung 12 Kekse enthalten. Das sind insgesamt 225 Gramm. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, die kosten maximal 1,99. Also es ist nicht teuer im Verhältnis dafür. Und jetzt schauen wir uns natürlich wie immer die Nährwerte an. Ja. Tja, das ist jetzt natürlich schlecht zu vergleichen. Also Kekse. Ich esse noch einen. Ja, sehr gern. Kekse enthalten ja grundsätzlich immer Butter, also ist auch immer ein höherer Fettanteil drin. Es sind jetzt hier auf 100 Gramm 21 Gramm Fett, allerdings sind 100 Gramm halt auch knapp die halbe Packung. Und was haben wir denn an sich sonst noch in diesem Keks? Entschuldigung, hier sieht man eine Rosine. Also da ist wirklich eine ganze drin. Also für mich auch gut, weil ich mag Rosinen, aber... Aber was macht denn die Rosine in dem Keks? Gehört die nicht in den Stollen? Nur behelmt? Das stimmt, ja. Lord Helmchen Rosine. Also, hier sind, wie soll ich sagen, hier ist Zucker an deutlich anfänglicherer Stelle, nennen wir es mal so, genau, prominenter. Es ist schon das zweite. Und auch hier befindet sich wieder wie immer unser alter Feind Palmölfett drin. Wow. Aber auch Sonnenblumenöl. Und wir haben sogar Hafermehl enthalten. Also auch noch so ein bisschen was Gesundes. Ansonsten Apfel und Rosinen natürlich, dann ein bisschen Salz und Maisstärke sowie auch Backtriebmittel, also Backpulver.
Und was mich etwas irritiert, das ist Glycerin. Das ist ein Feuchthaltemittel hier. Ich habe das schon öfter gehört. Es gibt auch ganz viele Hersteller von, na, wie heißt's? Von Muffins. Also diese Viererpack-Muffins, die es auch gerne mal im Supermarkt gibt oder so, da kommt immer Glycerin rein. Das Ganze bleibt dann saftiger und trocknet nicht so schnell aus. Ist tatsächlich was, wo ich nicht so richtig weiß, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Klar, ein Ja, trockener Muffin ist auch blöd. das stimmt. Andererseits weiß ich jetzt nicht, warum ich Glycerin essen sollte. Ist jetzt hier allerdings auch enthalten. Ich glaube, ich habe es Ja. dir, also dir habe ich es ja schon mal erzählt, meine tollste Wutgeschichte mit einem Muffin. Weil du das gesagt hast, trockene und feuchte Muffins. Ich habe mal einen Muffin gegessen, so einen fertig gekauften, eingeschweißten. Der Und der Todesmuffin. war dann so trocken, der ist wirklich, wenn ich ihn hochgehoben habe, ist der zerbrochen. Du konntest ihn nicht gescheit essen. Dann habe ich das Teil auf den Tisch gestellt, habe einmal mit der Faust drauf gehauen. Dann war das alles breit. Und dann habe ich das irgendwie noch gelöffelt. Also, es ist schon ganz Eventuell gut. auch in Milch hätte sich das dann gut gemacht. Das stimmt, ja. Ja, aber das ist auch Aber ärgerlich, das stimmt, wenn man dann so Muffins richtig. hat, die man anpackt und eigentlich, du kannst gar nicht reinbeißen, weil hier links und rechts schon Stücke wegfallen. Und Richtig. dann fällt die Hälfte noch runter, das ist blöd. Ja. Ist auch bekeksen doof, das stimmt. Und ich denke, man kann hier in dem Fall aufgrund des Geschmacks den Kompromiss eingehen. Man Richtig. isst es ja jetzt auch nicht jeden Tag. Ist halt auch die Frage, ob sowas überhaupt schon, also ich denke schon, weil es wird ja eigentlich alles erforscht, wie Ja, also schädlich jetzt Glycerin. Glycerin geht durch deinen Körper wieder durch und kommt eigentlich so, wie es reingegangen ist, auch wieder raus. Okay. Ist nur immer die Frage, es ist halt eigentlich was, was hauptsächlich eher in so Hautpflegeprodukten auch mitverarbeitet wird. Aber es ist ja heutzutage alles multifunktionell einsetzbar. Richtig, Genau, Nitroglycerin. das Ja, wäre danke. schlechter. Nitroglycerin-Kekse. Ja, sehr schön. Also ich finde, die Überraschung ist ja auf jeden Fall gelungen. War sehr lecker. Trifft genau meinen Geschmack. Was ich, wie gesagt, von Keksen erwarte. Es gibt von den K-Classic-Keksen, ich glaube noch drei, vier andere Sorten. Ich muss aber sagen, die mit Apfel sind wirklich mit Abstand am allerbesten. Ja, wie gesagt, was meinen Geschmack auf jeden Fall sehr getroffen hat. Da würde ich sagen, um da ein Fazit zu geben für die Apfel-, Zimt-, Rosinen-, Cookies, würde ich, also ich schwanke echt, ich gebe denen eine 4 Punkte von 5, Baby Jody Köpfen. Und Tendenz aber eher schon zur 4,5. Aber so in dem Bereich, also ein definitives Ja von mir. Sehr lecker. Und vielen Dank. Sehr gern. Also ich gebe für diese Kekse tatsächlich eine 5 von 5, weil ich einfach sagen muss, das ist einer der besten Kekse, den ich jetzt irgendwo mal fertig eben im Supermarkt abgepackt gekauft habe. Es gibt ja mittlerweile wirklich viele Cookie-Hersteller, aber manche sind eben genau, so wie wir es gerade besprochen haben, einfach ziemlich hart und trocken und zerbröseln. Ja. Und hier passt halt alles. Die Konsistenz ist toll, der Geschmack ist überragend. Und ja, also 5 von 5. Baby Jody-Köpfen von meiner Seite. Absolutes Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also muss man sagen. Und ja, Genau. wenn ihr noch was für uns habt, vielleicht ob ihr die auch schon mal probiert habt. Oder den ultimativen Cookie, wenn ihr ihn gefunden habt, egal ob als Rezept Definitiv. oder fertig gekauft. Der Cookie-Tester nimmt sich dieser Aufgabe sehr gerne an. Oh ja, also das wäre wirklich geil. Da bin ich. Also alles gerade, was so mit Schokoladen zu tun hat oder sowas. Oder eben solche weichen Apfelfruchtfüllungen, immer her damit. Genau, bin ich auch dafür. Und dann Das ist gucken wir lecker. mal, was uns da so erwartet. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Lasst uns gerne eure Eindrücke, Kommentare, Likes, Däumchen hoch oder auch runter. Da drückt auf den berühmten Abonnieren-Button, Genau. um immer wieder ja praktisch auf dem Laufenden zu sein und auch gerne auf unserem Instagram-Channel, wo wir dann euch neueste kommende Videos vorstellen und vielleicht auch mal so ein paar Behind-the-Scenes-Einblicke. Wer Eventuell. weiß? Ja.
freuen wir uns auf jeden Fall und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Yeah, yeah oder Bäh. Bäh. Jebbe. Jebbe. Jebbe, nebbe, du. Ja, genau. Jebbe, nebbe, du. Ja, bäh, 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 du. Macht's gut, Freunde. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.